Oh Mann, was ist denn mit deinen Haaren passiert? Wie, was ist mit meinen Haaren passiert? Ja, die sind so lang. Die sind so lang? Das ist noch gar nicht lang. Doch, beim letzten Mal waren sie noch nicht so lang. Stimmt, ja. Ja, ich war schon lange nicht mehr beim Friseur. Wieso denn das? Naja, wegen Corona waren ja alle Friseure geschlossen. Aber die sind doch wieder offen. Ja, aber ich muss da endlich mal Zeit finden, da hinzugehen. Hm. Ja, so lang sind die. Du musst. Ja, muss ich. Oh. Oh, guck mal. Da sind die Kinder. Ah, die gucken schon mal wieder zu. Die gucken wieder zu. Was machen wir jetzt? Wie, was machen wir jetzt? Ja, was? Du weißt doch, was wir jetzt machen. Nee, weiß ich nicht. Weißt du, was heute für ein Tag ist? Ein Feiertag. Nein, heute ist Donnerstag. Nee, ein Feiertag. Ein Feiertag? Ja, ich hab frei. Ja, aber was heißt, wieso hast du frei? Weil ein Feiertag ist. Na komm, wir haben doch letztens noch drüber geredet. Irgendwas mit Himmel. Ja, irgendwas mit Himmel. Bist du schon nah dran? Und mit Jesus. Ja, ach komm. Fällt dir wirklich nicht ein? Nee, sag doch mal. Himmelfahrt ist heute. Himmelfahrt? Ja. Ach so, da hat Jesus eine Fahrt in den Himmel gemacht. So ungefähr. Und dann ist er zurückgekommen. Nein, noch nicht. Wie denn dann? Naja, er war ja mit seinen Jüngern unterwegs. Okay. Ja, weißt du noch? Nach Ostern. Ach ja, da ist er was von den Toten auferstanden. Aus dem Grab raus wurde wieder lebendig. Genau. Und dann, was war denn? Naja, dann war er mit seinen Jüngern zusammen. Ein paar Tage. Bis jetzt. Oh, was haben die gemacht? Na, der hat ihm bestimmt vieles erzählt. Aus der Bibel gesagt, da, guck mal, da im Alten Testament, da redet die Bibel über mich. Und so müsst ihr das sehen. Ach so, ja, dann war das wie eine Schule für die Jünger. Das war wie eine Schule für die Jünger. Und was hat er noch gemacht? Na, weiß ich nicht. Das, so viel, genau steht das in der Bibel nicht. Aber dann war der Tag der Himmelfahrt da, den wir heute feiern. Und dann? Was hat er da gemacht? Naja, da hat er dann... Da war es dann so weit, dass Jesus zurück nach Hause gehen wollte. Wie nach Hause? Naja, zurück in den Himmel, zu seinem Vater, zu Gott. Oh, dann hat er die Jünger ganz allein gelassen? Naja, ganz allein nicht. Er hat gesagt, wenn ich weggehe, dann wird der Heilige Geist kommen, der Tröster. Und der wird euch alles lehren und alles zeigen, was ihr machen sollt. Ach so. Ja, weißt du, Gott, der Vater, Jesus der Sohn und der Heilige Geist, die sind ein Gott. Die sind zwar drei, aber die sind trotzdem einer. Wie? Ja, das ist schwierig zu erklären. Es gibt viele Leute, die haben sich viele Gedanken gemacht und eine interessante Erklärung, wo man es vielleicht verstehen kann, das ist wie mit Wasser. Wie mit Wasser? Naja, also Wasser hat drei Zustände. Nee, Wasser ist doch nass, kann man trinken. Das ist doch immer so. Nein. Was passiert denn, wenn es Winter wird? Oh! Na? Dann friert das Wasser. Genau, dann friert das Wasser, wird es zu Eis. Aber dann ist es Eis und kein Wasser. Na doch, eigentlich ist es noch Wasser, es ist nur gefroren, es ist nur ein bisschen enger zusammen. Und dann haben wir Eis und Wasser und das noch, dann müssen es ja drei sein. Naja, was passiert denn, wenn man Wasser kocht? Dann blubbert es so schön. Das auch, aber was passiert dann noch? Was siehst du über dem Wasser? Das blubbert und, oh, Dampf! Dann dampft es! Genau, dann wird das Wasser zu Gas. Und das sind nur ganz kleine Wassertröpfchen, die dann hochfliegen, weil sie leichter sind als Luft. Oh, dann haben wir Eis und Wasser und Dampf und Gas für mich. Genau, du hast verstanden, super. Und so ähnlich kann man das mit Gott dem Vater, Jesus dem Sohn und dem Heiligen Geist sehen. Oh, nee, ich hab's nicht verstanden. Ja, ich auch nicht. Das ist echt nicht ganz leicht zu verstehen. Aber Jesus hat gesagt, er geht zurück und er schickt den Heiligen Geist. Und das heißt, wir bleiben nicht alleine. Jesus ist durch den Heiligen Geist immer bei uns. Immer? Immer. Dann war das ja gar nicht so schlecht, dass Jesus nach Hause gegangen ist. Genau,
Denn wenn Jesus da geblieben wäre, dann wäre er nur an einem Ort gewesen. Mal hier, mal da, mal sonst wo. Ja, nicht so toll. Dann muss er immer hinlaufen. Ja, und jetzt ist der Heilige Geist direkt bei uns, in unserem Herzen, und wird uns genau sagen, was Jesus von uns möchte. Ah. Siehst du? Und dann hat er trotzdem die Jünger allein gelassen. Naja, er hat sie allein gelassen. Er hat sie erstmal alle geholt, hat sich von ihnen verabschiedet und hat dann aber auch gesagt, meine Jünger, ihr habt doch eine Aufgabe. Wie eine Aufgabe? Hausaufgaben? Nein, nicht Hausaufgaben. Aber er hat ihnen gesagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Wie Zeugen? Zeugnisse? Noten? Nein, hat ein bisschen was mit Zeugnissen zu tun. Ja, ein Zeugnis ist ja auch ein Zeuge davon, wie gut du in dem Jahr in der Schule gelernt hast. Ah, und die Jünger sollen Zeugnis sein von Jesus. Naja, Zeugen, nicht Zeugnisse. Sie sollen den anderen Leuten sagen, was Jesus gemacht hat in ihrem Leben, was Jesus überhaupt gemacht hat, was Jesus für uns getan hat, wie Jesus den Tod besiegt hat, wie er die Sünde besiegt hat. Oh. Und wie wir durch Jesus zu Gott kommen können. Ach so. Und dann sollten sie da, wo sie zu Hause sind, Zeugen sein. Na, Jesus hat gesagt, ihr werdet in Jerusalem Zeugen sein. Und in Judäa und Samaria. Und bis ans Ende der Welt. Bis ans Ende der Welt? Das ist ja weit. Das ist ja weiter als Mr. Blomberg. Ja, das ist weiter als Mr. Blomberg. Ist das weiter als bis nach Berlin? Ja, das ist auch ein bisschen weiter als bis nach Berlin. Weiter als nach Amerika? Noch weiter. Wie weit denn? Naja, auf der ganzen Welt. Bis ans Ende, bis Jesus irgendwann wiederkommt. Wie wiederkommen? Jesus hat gesagt, er wird eines Tages wiederkommen. Ja, aber wann? Das wissen wir nicht. Die Jünger haben auch gefragt. Ja, das hätte ich auch gefragt. Genau, ne? Und die Jünger haben gefragt, Jesus, wann kommst du wieder? Wann ist es soweit? Ja, du hast so viel erzählt vom Ende der Welt und wie das passieren wird. Wann kommst du zurück? Ja, wann? Jesus hat gesagt, er tut mir leid. Ihr habt nicht das Recht zu erfahren, wann. Nur der Vater im Himmel, der weiß es. Ah, schade. Schade, ja? Und viele Leute haben überlegt, wann könnte Jesus zurückkommen? Ja, da denke ich auch gerade drüber nach. Aber Jesus hat gesagt, das weiß keiner. Das heißt, es wird auch wirklich keiner wissen. Und wenn jemand sagt, ich weiß, wann Jesus wiederkommt, dann können wir sagen, aber Jesus hat gesagt, nee, keiner weiß es. Genau, keiner weiß es. Und was ist dann passiert? Naja, dann ist Jesus mit den Wolken zum Himmel geflogen, zurück nach Hause, und die Jünger standen da. Und was haben die gemacht? Na, die haben erstmal hochgeguckt. Wo ist er denn? Ja, genau so. Ja, wo? Na, hier ist er nicht. Da ist niemand. Das ist doch bei uns. Im Herzen. Ah. Und als die Jünger noch so geguckt haben, dann hören sie eine Stimme. Ja, was sucht ihr, Jesus? Der wird doch wiederkommen. Was für eine Stimme war das denn? Ja, das waren Engel, die dann da waren. Die sagten, ne? So wie er gerade, so wie ihr Jesus gesehen habt, wie er hochgegangen ist in den Himmel, so wird er auch wieder runterkommen. Eines Tages. Ah. Und das war's in der Geschichte? Nein, sie geht noch weiter. In einer Woche, wenn Pfingsten ist. Was war denn dann? Ja, dann sind die Jünger nach Jerusalem zurückgegangen, haben da gewartet und dann passierte... Oh, warte, das glaube ich, soll ich nicht sagen. Wie nicht sagen? Na, das ist ja nächste Woche. Nee, erzähl! Nein. Das erzähle ich nächste Woche. Ne? Jetzt, heute ist Himmelfahrt. Wir dürfen uns freuen, dass Jesus nach Hause gegangen ist, dass der Heilige Geist zu uns gekommen ist. Und dass Jesus auf jeden Fall wiederkommen wird. Nicht, aber was ist auf Pfingsten? Pfingsten? Na gut, ein bisschen. Ich sag nur ganz kleines bisschen und den Rest dann später. Ja. Also, an Pfingsten ist der Heilige Geist auf die Erde gekommen, zu den Jüngern. Und was ist dann passiert? Nee, das verrate ich dann später. Nee, erzähl jetzt! Nein, das kommt nächste Woche. Ah, du bist doof! Nein, bin ich nicht. Doch! Hör auf damit. Na. Entschuldigung. Okay, vergeben. So, dann sagen wir tschüss, bis nächste Woche. Wiedersehen. Wiedersehen, tschüss. So, was machen wir jetzt? Haare schneiden. Nein, nicht du. Doch, ich schneide die Haare aus.